Eines der bekanntesten Lernprinzipien ist die klassische Konditionierung, und dieses Prinzip ist zurückzuführen auf einen russischen Mediziner und Verhaltensforscher, der Ivan Pavlov heißt. Ivan Pavlov hat 1904 den Nobelpreis bekommen und er hat 1890 ein Experiment durchgeführt, das bekannt geworden ist als Pavlovscher Hund. Und was er hier gemacht hat, ist, er hat einfach einen Hund genommen, das war seine Versuchsperson, und hat dem Hund jetzt Futter gezeigt. Und was natürlich passiert ist, ist, dass der Hund beim Geruch des Futters gleich das Wasser in den Mund zusammengelaufen ist. Also es wurde eine Speicherreaktion beim Hund ausgelöst. Und Pavlov hat jetzt eben gesagt, dass dieser Geruch von Futter, was der unkonditionierte Reiz ist, jetzt eben zu einer Speicherreaktion führt, also zu einer unkonditionierten Reaktion. Man hat bei beiden Fachbegriffen jetzt immer dieses Und davor, weil man könnte sagen auch, das ist eine natürliche, eine angeborene Reaktion. Also wenn man jedem Hund der Welt Futter zeigt, zumindest einem hungrigen Hund, dann führt das zu einer Speicherreaktion. Und ist jetzt weitergegangen und hat gesagt, ich nehme jetzt eine Glocke und jedes Mal, bevor dem Hund dieses Futter gezeigt hat, hat er mit der Glocke geklingelt. Der Hund hat also diesen Klingelton gehört, hat dem Hund dann das Futter gezeigt. Und was auch hier passiert ist natürlich, ist, dass dem Hund natürlich das Wasser in den Mund zusammengelaufen ist. Auch hier wieder eine Speicherreaktion, weil er dieses Futter sieht. Was also hier passiert ist, ist, wir haben jetzt einen neutralen Reiz genommen. In seinem Beispiel war das jetzt eben eine Glocke. Man könnte auch ein bestimmtes Buch nehmen. Man könnte dem Hund irgendetwas vorführen. Das gilt jetzt eben als neutraler Reiz. Hat ihm das Futter gezeigt, was immer noch ein unkonditionierter Reiz ist. Und natürlich hat es dazu geführt, dass dem Hund jetzt eben das Wasser in den Mund zusammengelaufen ist. Und er hat es jetzt wiederholte Male gemacht. Er hat es mehrere Male gemacht und das nennt man jetzt eben auch hier die Konditionierung. Und was schlussendlich passiert ist, ist Folgendes. Es ist das passiert, dass jetzt der Pavlov nur mit der Glocke geklingelt hat. Der Hund hat also einfach nur diesen Glockenton gehört und es ist ihm jetzt dieses Wasser in den Mund zusammengelaufen. Also nur der Glockenton hat gereicht, dass jetzt diese Speicherreaktion ausgelöst wird. Und um das auch mit Fachbegriffen zu belegen, ist jetzt die Glocke, die vorher ein neutraler Reiz war, die natürlich keine Speicherreaktion auslösen konnte, durch diese wiederholte Konditionierung wird diese Glocke jetzt zum konditionierten Reiz und der Speichelfluss heißt jetzt eben konditionierte Reaktion. Oder also man könnte auch sagen, durch Lernen erworbene Reaktion. Also das ist jetzt der ganze Lernprozess, der stattgefunden hat. Und dieses Experiment ist deshalb so wichtig, weil diese klassische Konditionierung uns eigentlich überall begegnet. Sie begegnet uns in erster Linie natürlich in der Werbung. Wenn ich hier mal als Beispiel die Zigarettenmarke nehme und dieses Unternehmen jetzt natürlich so Werbung macht, dass es diese Zigarettenschachtel, das wäre jetzt eben der neutrale Reiz im Pavlovschen Hundexperiment, immer so in den Kontext setze, dass ich als Kunde das jetzt eben mit Freiheit verbinde, mit Cowboys verbinde, mit Unbeschwerlichkeit verbinde. Wenn sie das also immer so macht und der Werbung darstellt, dann wird dieser neutrale Reiz der Zigarettenschachtel langsam zum konditionierten Reiz. Das heißt, wenn ich diese Zigarettenschachtel jetzt im Supermarkt sehe, dann löst es jetzt auch bei mir Gefühle aus von Freiheit, von Unbeschwertheit. Also hier findet klassische Konditionierung statt. Und klassische Konditionierung findet auch im Alltag statt. Viele Leute haben Angst vor dem Zahnarzt und das hat auch damit was zu tun, dass wenn jetzt der Zahnarzt immer bei einem bohrt, wenn diese ganze Behandlung immer wehtut, wenn man zum Zahnarzt geht, dann reicht auch nur der Anblick vom weißen Kittel an, dass jetzt eben eine Angstreaktion bei jemand ausgelöst wird. Dieser weiße Kittel wird also vom neutralen zum konditionellen Reiz und das wird eben zu einer Reaktion, dass man so einen Angstzustand hat vom Zahnarzt.